Im Februar 2002 tötet eine Ehe mit 22-Jähriger in Eching den Direktor seiner früheren Berufsschule. Einem Lehrer schießt er ins Gesicht. Einen Monat später tötet ein ehemaliger Schüler am Erfurter Gutenberg-Gymnasium 13 Lehrer, 2 Schüler, einen Polizisten und sich selbst. Er war so ein süßes Kind. Good morning, boys and girls! März 2009. Der 17-jährige Tim Kretschmer erschießt in der Albert-Wehr-Realschule in Winden 12 Menschen. Davon 8 Mädchen und 3 Lehrerinnen. Hör auf! Oktober 2006. Charles Roberts dringt in den Unterrichtsraum der Amish-Gemeinschaft in Nickelmainz ein. Er trennt die Schülerinnen. Hör auf! Jens. Ja, es geht um Gerechtigkeit. Genauer gesagt darum, dass es zwischen Menschen keine Gerechtigkeit geben kann. Freunde? Scheiß erledigen. Clip abfeilen. Hosenträger kaufen, Cargohose kaufen, Sporttasche kaufen. Plan ausarbeiten, wie die Ausrüstung zu tragen ist. Er wollte wissen, ob ich irgendwann mit einer Benelli in die Klasse gerannt komme und alle weghole. Dann vergiss nicht, Counter-Strike zu deinstallieren. Ja. Debatten über das Verbot von Ego-Shootern. Debatten über das Schulsystem, Debatten über Früherkennung und immer wieder diese Schuldfragen. 8 Monate, 2 Wochen, 1 Tag. Was? Mein verdammtes Lebenswerk. Herrgott, nochmal mit Maske und schwarzen Turnschuhen. Ja, ja, ich bleibe dran, natürlich. Mein Name? Mein Name ist Pat, Deutschgeschichte. Ob es mir gut geht? Was soll denn das heißen? Nein, ich bin klar, völlig klar. Mein Kopf, der ist wie Glas, wirklich. Lena, bleib jetzt auf dem...